Es ist ein Abschied, aber auch ein Aufbruch. Aus ehemals 27 eigenständigen Städten und Gemeinden entsteht in zwei kommunalen Neuordnungen die neue Großstadt Hamm. Sieben Bezirke werden in 40 Jahren eins. Das Wir-Gefühl entsteht. Aus Mitte, Rhinern, Üntrop, Heessen, Pelkum, Bockumhövel und Herringen wird Hamm. Hamm wird Großstadt. Bis zur Wahl des ersten Rates leitet Ratskommissar Jürgen Gräf die Geschicke der Stadt. Günter Rintsche wird erster Oberbürgermeister der neuen Großstadt Hamm. Die Zeche Sachsen in Heessen schließt 1976. Heessen, die Heimat stolzer Schlösser und des größten Amateurtheaters Deutschlands. ...1977 steigt das erste Kurparkfest. Der Neubau des Malteser Krankenhauses wird eingeweiht. Werner Figgen wird zum zweiten Mal Oberbürgermeister. Bernhard Dietz aus Bockumhövel und Horst Rubisch aus Pelkum werden Fußball-Europameister. Das Stunikenhaus erstrahlt in neuem Glanz. Arthur Dewitz stirbt. 125 Jahre Stadtwerke Hamm. 1984 eröffnet die Landesgartenschau in Üntrop. Frau Sabine Zech wird erste weibliche Oberbürgermeisterin der Stadt Hamm. Üntrop. Vor allem wegen Kurpark und Maxipark. Ein Bezirk zum Entspannen und Wohlfühlen. 1985 kommt der erste Strom aus dem THTR. Auch die Affäre um Winfried Massanek ist Teil der Geschichte. Das Kurhaus erstrahlt in alter Schönheit. Der Hafen wird 75. 1990 ist letzte Schicht auf Radbord in Bockumhövel. Bockumhövel, der bevölkerungsreichste Bezirk der Stadt Hamm. ...1991 wird der Isenbeck-Turm gesprengt. 120.000 Menschen stürmen das Allee-Center. Kultur im Herzen der Innenstadt. Jürgen Wieland ist der neue Oberbürgermeister. Die Feuerwache am Hafen wird eröffnet und 1996 wird die Bäderlandschaft neu geordnet. Pelkum. Bergbautradition mit großem Freizeit- und Erholungswert. Hamm ruft das Altstadtjahr aus. 100 Jahre Personennahverkehr. Thomas Hunsteger Petermann wird hauptamtlicher Oberbürgermeister. Hamm feiert mit 10.000 Sportlern das Landesturnfest. 2001 beschließt Hamm das Edeka Logistikzentrum in Rhinern. Rhinern, geprägt von altem Fachwerk und ländlicher Idylle. ...2002 wird Europas größter Hindu-Tempel geweiht. Das Maximare eröffnet. Das Pakum wird zum Technischen Rathaus. Die SRH-Hochschule startet. Auch Hamm ist Teil des Sommermärchens. Das Gymnasium Hammonense feiert 350-jähriges Jubiläum. Die Bundeskanzlerin besucht Hamm. 2009 ist NRW zu Gast in Hamm. Hamm Mitte.
einkaufen und erleben inmitten der historischen Ringanlagen. ...2010 wird das Heinrich-von-Kleist-Forum eröffnet. Die Störche kehren in die Lippeauen zurück. Der Lippe-Park im Hammerwesten wird eingeweiht. Herringen, eine Bergbaugemeinde, erfindet sich immer wieder neu. Die neue Lippefähre Lupia, ein Meilenstein für Hamm, der Hochschulcampus. Und 2015 feiern wir 40 Jahre Großstadt. Wir stehen vor spannenden Kapiteln, vor neuen Chancen und Herausforderungen. Gemeinsam gehen wir in die Zukunft. 7 Stadtbezirke, 180.000 Menschen, 127 unterschiedliche Nationen. Wir alle sind Hamm. Eine Stadt mit Herz.